So, hallo, wir machen mal vorsichtig weiter bei Fortnite. Es könnte sein, ich sag's gleich vorneweg ganz wichtig, dass die Qualität etwas schlechter geworden ist. Ich bin ein bisschen am Rumexperimentieren. Weil die letzte Datei, diese eine Stunde Aufnahme, war 8 GB groß und das ist etwas arg riesig. Ich habe jetzt ein bisschen rumgestellt und rumgewurschtelt und dabei ist mir, es ist so peinlich. Dabei ist mir aufgefallen, dass es eine Option in OBS gibt. Ich habe die noch nie wahrgenommen. Dabei ist die so trivial eigentlich. Also die ist wirklich trivial. Und zwar, dass man pausieren kann. Ich demonstriere euch das mal kurz. Ich habe pausieren jetzt auf Plus gelegt. Und wenn ich sage, okay, hier pausiere ich die Aufnahme und hier starte ich sie wieder, dann ist die Aufnahme einfach noch komplett. So, das ist die gleiche Aufnahme, ohne dass ich das schneiden müsste. Aber ich habe zwischendurch halt einen Teil rausgelassen. Und gerade die ganzen Ladebildschirme etc., das hätte man seither schon immer rausnehmen können. Schon immer. Bis es losging im Spiel, hätte ich jetzt jedes Mal. Es ist über 2 Minuten pro Video, sage ich schon, pro Runde über 2 Minuten, wo man erst in der Lobby rumhängt und so weiter und so fort. Das hätte ich alles rausnehmen können, ohne es zu schneiden. Ich hätte einfach die Aufnahme pausieren können. Ja, jedenfalls bin mal gespannt, wie jetzt die Qualität von diesem Video ist. Wir haben, wie gesagt, ein bisschen rumprobiert und bin eigentlich in der Testaufnahme gerade einigermaßen zufrieden gewesen, aber wie es dann am Ende im Upload ist, werden wir sehen. Wir sind hier gerade wieder im Kreativmodus und ich wollte mir mal ein paar neue Sachen anschauen, die es im Kreativmodus gibt. Wie zum Beispiel hier Most Popular, die Escape the World, den Escape the World Parcours. Den würde ich mir gerne anschauen. Deswegen gehen wir da mal rein. Gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, und hier kann ich jetzt nämlich zum Beispiel sagen, ich pausiere und wir sehen uns wieder, wenn es geladen hat. Ne? Weil, okay, es hat schon geladen. Aber grundsätzlich, ihr versteht, was ich meine. Bis man im neuen Match drin ist und so weiter. So, jetzt gucken wir mal. Support me. Ja, nee, gerade nicht. Escape the World Biomes. Plains, Caves, Jungle. Okay, es gibt verschiedene Biome. Enter the portal to start the Obby. Sollte es Lobby heißen? Egal. Okay. Welcome to Escape the World. Can you beat all levels? Parkour through different biomes from everywhere in the world. Okay. Es sieht schon mal cool aus. Bugs, Glitches, 1v1. Okay, das ist einfach nur Kram. Krieg ich noch irgendwo eine Erklärung? Nein? Dann geht's einfach los. Okay, gut. Ja, let's go. Jump over the red lasers. Make sure you touch the golden checkpoint. Okay, das sind Checkpoints. Gut. Und das ist tut weh, ja? Okay, alles klar. Hui! 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 Checkpoint, okay. Also wenn das mit den Checkpoints so freundlich bleibt, dann bin ich da sehr zufrieden mit. Mal gucken. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gespielt. Das ist wahrscheinlich am Anfang auch noch sehr leicht. Ich meine, wenn es verschiedene Level und Biome gibt und alles Mögliche. Ja, super. Dann wird das sicherlich sehr interessant werden. Okay, ich wollte gerade sagen, da war ich etwas zu ungeduldig, aber hat funktioniert. Ja, also das ist alles hier noch Kindergarten. Choose the correct bridge. Also ich mach. Okay, wo hätte ich das jetzt wissen müssen? Das heißt, die verschwindet? Okay. Woher? Okay. Wie kann ich das sehen? Seht ihr, wie man das sehen kann? Wird das irgendwie deutlich? Ich meine, ändert sich der Pfeil da drüben? Nee. Woher weiß ich, dass die richtig ist? Ach, die war ja gar nicht. Die war ja gar nicht. Ist es dann der Pfeil, auf den ich gucken muss? War das einfach der. Also war. Oder. Ich meine, dass ich hier rum muss, das kann mir der Pfeil nicht erzählen. Oder doch? Ach, ist ja wurscht. Kümmern wir uns nicht um solche Belanglosigkeiten.
Ja, kann ich auch einfach abkürzen. Okay. Gut abgekürzt. Ich überlege gerade, ob wir ein bisschen Musik anmachen sollen, weil wir jetzt hier keine Ingame-Sounds haben. Also Ingame-Sound schon, aber eben keine Musik. Don't fall in between the blanks. Dann gehe ich einfach außen rum. Okay, tue ich nicht. Gut, er denkt mit. Oder sie. Devin Studios hat das ja scheinbar gebaut. Und dann machen wir es halt so. Okay, so. What's this? Ah ja. Konnte man das schon immer? So einfach an der Wand hoch? Aber das ging wahrscheinlich nur an diesem Objekt. Okay. So. So. Jetzt sollen wir einfach Kyumu anmachen im Hintergrund? Meine Playlist, die ich halt sonst immer verwende, wenn nichts im Hintergrund läuft. Oder vielleicht kommt ja auch noch Musik, man weiß es nicht. Kann ich bis darüber abkürzen? Okay. Okay, ich merke schon, also er lässt nicht viel abkürzen, Abkürzungen zu. Ach! Da war ich zu ungeduldig. So. Aber das wäre auch sowas, immer wenn wir so Sachen, ey, das ärgert mich gerade massiv, weil ich das ja immer nur, weil ich halt nicht schneiden wollte und so weiter weggelassen habe. Aber immer wenn wir sowas hatten wie, ich muss jetzt erst zu einer Stelle wieder spielen, die wir schon 3000 Mal gesehen haben, hätte ich einfach pausieren können, das Video, bis wir wieder an der Stelle waren. Das hätte so viel Zeit in Videoform gespart. Also das geht ja nicht nur für ein Fortnite, das geht ja für alles, was ich aufgenommen habe. Das kann einfach pausieren in OBS. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist so trivial, wieso habe ich das noch nicht realisiert? Es ist eine ganz logische Funktion. Wieso habe ich das noch nicht realisiert? Oh, wir haben das erste Biom geschafft. Okay. Dann sind wir jetzt in dem Biom Caves, ja? Okay. Das erste haben wir completed. Okay. Ich bin mal gespannt. Was ist da drüben? Komme ich da hin? Glaube nicht. Ah nee, das ist einfach nur Deko. Okay, das ist einfach nur Deko. Nein, wollte springen. Aber jetzt sind die Checkpoints schon ne, knapper gesetzt. Jetzt muss man schon einige schaffen, um erstmal einen Checkpoint zu bekommen. Sobald es mir dann zu viel wird, werde ich das auch abbrechen. Aber ich wollte es mir mal anschauen. Ihr wisst doch, sowas reizt mich. Ihr kennt mich doch. Und die Parcours in Fortnite waren ja schon immer ziemlich cool und auch immer schön zum Aufregen. Was wir da schon alles aufgenommen haben, ey, Wahnsinn. Oh, hier geht es wieder weg? Ja, okay. Some parts of the bridge collapsed. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Okay. Checkpoint. Okay, das ist wieder so ein Ding. Okay, das zieht mich einfach nach oben. Das ist einfach dann die Farbe oder was das ist. Keine Ahnung. Okay, hier kann ich einfach durchlaufen. Gut. Lava is dripping. No! Watch out for the lava. So. Ah, die Dinger, genau. Die gibt es auch immer nur in Parcours und so Zeug. Im normalen Spiel sieht man die kaum. Ui, oh, das wird mich töten. Nein, okay. Sehr gut. Hopp, zack. So. Oh, jetzt wird's interessant. Okay, alles noch easy. Ich wollte gerade sagen, ich bringe mich einfach um, dann bin ich wieder oben. Wozu den langen Weg nochmal gehen? So, hopp, 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 hopp. Nur wie gesagt, das mit der Musik ist gerade so ein bisschen slow. Warum slow? Oh. Kann ich da nicht einfach, ich meine, da müsste ich doch einfach drüber springen. Ja, wieso? Ach so, das macht mich das langsam. Ah, das macht mich langsam. Deswegen konnte ich nicht normal springen. Okay, ich verstehe. Gut. Ist in Ordnung.
Be careful for the disappearing eggs. Okay, die hauen ab, ne? Jo! Okay, woher weiß ich, welche abhauen? Hä? Ach, weil man sieht. Zu dem da drüben müsste ich doch direkt kommen, oder? Grundsätzlich ja. So. Komm wieder her. Idiot. Jump over the falling lava. Oh, na. Mann, immer wenn ich denke, es ist simpel, dann mache ich Sau. Mache ich Quatsch. Und versau. Versau es. Okay, Hoppy. 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 Bei dieser Parcours ist nämlich auch der, der im Hauptmenü gefeatured wird. Ich glaube, das hatten wir letztens schon im Video gesehen, wo ich kurz so ein bisschen durch die Modi durchgescrollt bin. Da kommt man auch direkt. Was ist los? Choose the correct. Aber woher sehe ich das? Ich verstehe noch nicht, woran man das sieht. Also wenn da irgendwann mal sowas in... What? Wieso ist das jetzt verschwunden? Wieso ist das jetzt verschwunden? Problem, was ich... Was fällt mir gerade ein, so... Das Problem, was ich beim... Warum ist das... Das kann doch nicht verschwinden. Das muss doch bleiben. Okay, das verschwindet. Ja, okay, verstehe ich, dass das verschwinden kann, aber ist irgendwie dumm. Okay. Yo. Erschreck mich. Okay, wir haben zwei Biome completed. Dann sind wir jetzt im Dschungel. Bin mal gespannt, wie lange ich noch mitmache. Die hier noch durchhalte. Wie gesagt, ein bisschen Musik wäre echt cool. Hm. Ja, komm, wir machen ein bisschen Q-Mo an. Muss nur wieder dran denken, dann Q-Mo in die Playlist zu, in die Beschreibung zu packen. Q-Mo, Sound runter. Let's go. Hier ein bisschen lauter darf Q-Mo schon sein. Zufallswiedergabe an. Okay. Oh nein, da ist Wasser. Wenn ich das getötet hätte, wahrscheinlich, ja. So. Oh, jetzt wird's interessant. Aber ist auch mit Musik schon viel schöner. Hui! Na, ich hab... Ach, komm schon. Das Problem, was ich nur sehe, wenn wir das mit der Pause nutzen, irgendwann werde ich vergessen, wieder zu starten. Na? Und dann, ja. Und dann haben wir den Salat. Und dann sage ich so, okay, hier pausiere ich. Und dann vergesse ich zu starten wieder an der Stelle, wo es weitergeht. Und dann nehme ich auf und nehme auf und nehme auf und check nicht, dass ich nicht aufnehme. Das wird passieren. Das wird safe irgendwann passieren. Ich weiß das. Ich habe nichts berührt. Das hätte ich gerne in der Review. Ich habe nichts berührt. Ziemlich sicher. Meinetwegen. So. Troll mich nicht mit irgendeinem Block jetzt. Okay, danke. Oh, ich troll mich selber. Ich troll mich einfach selber. Okay. Ja, warum habe ich so lange eigentlich kein Fortnite aufgenommen? Ich habe halt einfach das Ganze ewig lang nicht mehr aktualisiert. Und ich hatte es auf dem Laptop hier auch noch nie gespielt, muss man ja dazu sagen. Ich habe jetzt auch endlich einen Epic Store, den ich sehen kann. Falls sich jemand erinnert, ich hatte ja diesen komischen Fehler auf meinem alten Laptop, dass ich im Epic Store nichts gesehen habe. Also, das Menü war praktisch blind für mich. So, keine einzige Schaltfläche hat es angezeigt. Ich musste immer suchen, wo was ist. Das war richtig wild, immer Fortnite zu starten.
Also falls sich da jemand noch dran erinnern sollte. Und das ist jetzt sicher auf dem Laptop hier nicht mehr. Also das lag offenbar wirklich an irgendeinen Einstellungen von meinem Windows. Keine Ahnung, was es war. Jedenfalls, jetzt sehe ich ganz normal den Epic Store, konnte ganz normal Fortnite updaten. Eigentlich dumm, dass ich es so lange nicht aufgenommen habe, weil Fortnite ist echt ein schönes Spiel. Und so zwischendurch immer mal was aufnehmen in Fortnite, eigentlich sehe ich mich da schon. Ich habe aber auch gar nicht gerafft, das habe ich jetzt halt erst wieder so mitbekommen, dass das wirklich noch so aktiv ist. Also hätte ich nicht gedacht. Ich meine, das war vor 3, 4 Jahren oder so, wo wir das schon gespielt haben. Aber das Spiel scheint weiterhin aktiv zu sein. Werd weiterhin auch nichts kaufen in Fortnite, ganz klar. No! Ich habe zwar einen Creator-Code drin, den Hübi, aber ich werde da nichts kaufen, also bringt das eigentlich dem nichts. Aber macht nichts, ich habe ihn einfach drin. So. Okay, können wir jetzt darüber? Danke. No! Ich erinnere mich noch, dass es wirklich ganz wilde Parcours gab, wo ich auch keinen Plan hatte, wie es weiterging. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung dieser Parcours noch gehen wird. Ob da irgendwann auch diese Stacheln dazukommen, wo es dann ganz wild wird, wo man dann wirklich aufpassen muss, dass man die nicht auslöst und lauter so Quatsch halt. Also, das ist das Sprichwörtliche, wenn man vom Teufel spricht. Was zur Hölle? Wo kamen die denn jetzt her? Sind das auch welche? Okay, die tun weh, aber nicht so. Yo! Wenn ich einfach ganz links bleibe, geht das klar? Oder wie weit geht das? Okay, das geht klar. Und die anderen schießen mich halt ab. Okay, ja. Das war wild. Hä? Was hat mich jetzt... Ach, waren das Giftpfeile? Haben die mich gekillt, die Giftpfeile? Nachträglich? Das kann sein, dass das Giftpfeile waren. Okay. Hätte man dann vielleicht anders spielen sollen. Oh Gott, diese Flächen. Das wird noch richtig eklig. Das wird noch richtig eklig mit der Zeit. Okay. Hops. 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 Okay. Ja, es läuft. Runter da. Nice. Wir haben gleich unser Level up, auch wenn es mir nichts nützt. Aber hey, Level up in Fortnite, juhu. So. Level up. Nee, jetzt zeigt es nichts mehr. Okay, das kommt erst später wieder, die Ansicht wahrscheinlich. Das war knapp. Langsam. Okay, aber da drüben ist schon wieder das Ziel. Dann haben wir dieses Biom auch geschafft. Also noch läuft's. Aber na, man merkt schon, es wird mit der Zeit anspruchsvoller. Ist ja auch gut so. Ich mag nur nicht, wenn es getrollt. Also wenn ich jetzt getrollt werde, so öfter wie in dieser Höhle, das war komisch. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwas einfach nicht verstanden. Das kann gut sein, dass ich da irgendwas einfach nicht gecheckt habe. So. 3 gekliegert, 5 bleiben. Mountains, Glaciers, Sea, City, Desert. Desert. Okay. Ey, aber es sieht halt voll cool aus, ne? Ich weiß nicht, was passiert. Ach so. Das habe ich nicht gecheckt. Plötzlich hat es mich nach oben gehoben. Hätte ich das sehen können, dass es da einen hochzieht? Nein. Gut. Dann haben wir das ja geklärt. Ja, okay, das hätte ich nicht sehen können. Es passiert einfach. Nein, ich bin nicht gesprungen. Aber mit Musik ist alles so viel besser. Mit Musik ist alles so viel besser. Und die passt auch. Also es ist ja so typische Jump'n'Run-Musik, ne? Kann man einfach machen. Hui! Oh.
Ich hoffe nur, die Qualität ist annehmbar. Ich hoffe nur, das ist jetzt eine Aufnahme, wo die Qualität nicht komplett beschissen ist. Weil, wie gesagt, die Datei dürfte jetzt kleiner werden, hoffentlich. Okay, hier disappieren wieder Blocks, aber diesmal sehe ich es scheinbar vorher. Okay, ich hätte es vorher gesehen, ja. Aber wie ich hier immer alles ankündige die ganze Zeit, ey, das kann doch nicht sein. Ah, guck mal, jetzt haben wir unser Level up. Zack. Ach nee, 177 EP bis Level 3, okay, dann aber gleich. Schaffe ich das bis da hoch? Muss. Jawoll. Okay, jetzt gibt's einen Speed. Ja gut, nee, kein Speed, aber passt schon. Hops. 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 Sehr schön. Oh, jetzt kommt wieder sowas. Das sollte aber passen, das sieht nicht so schlimm aus. Jawollo! Aber ich muss aufpassen, was ich sage. Jedes Mal, wenn ich irgendwas gesagt habe, hat mich das Spiel eines Besseren belehrt. Was ist denn das jetzt hier? Welche Schwierigkeit war das jetzt? Okay, das ist auch interessant. Aber nicht sonderlich schlimm. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich das sage, passiert was. Okay, bisher ging es gut. Ist jetzt hier auch nur hier drüber springen? Okay, easy. Jetzt müsste ich eigentlich richtig Gas geben. Badabadabadabadam. Badam. Dam. Badam. Dededeng. Dededeng. Ach, komm schon. Ach, Mist. Mit Anlauf wahrscheinlich. Ah, warte, konnte ich nicht rennen irgendwie? Ah, ja, stimmt. Oder ist es... Nee, man rennt, glaube ich, automatisch. Ja, auf jeden Fall klappt's. Okay. Ich habe eine... Wow! Oh, okay, nice. Schön festgehalten. Genau, das war natürlich der Plan. Okay, was ist das jetzt wieder? Verschwindet da ein Teil oder was ist da los? Da kann ich einfach... Ich kann einfach rüber. Also manche Abschnitte verstehe ich noch nicht so ganz, aber ist in Ordnung. Da ist was verschwunden. Da ist es wieder. Es disappieren schon die ganze Zeit Blocks, aber danke für den Hinweis. Ja, das ist jetzt typische... Eigentlich bräuchte es jetzt die Mega Man Musik. Eigentlich Musik, aber den Sound. Hier auch verschwinden? Nein? Okay. Alles easy. Oh, jetzt haben wir aber unser XP up, Level up. Find the exit of the maze. Okay, cool. Ein Labyrinth mag ich. Hier, zack, Level 3. Level Aufstieg. Bringt mir richtig viel hier in Fortnite. Extremer Boost. Also, wir könnten jetzt natürlich das Labyrinth brute-forcen. Aber ich mache einfach Try and Error. Es sieht jetzt auch nicht so schlimmig und schwierig aus. Schlimmig? Habe ich schlimmig gesagt? Schlimm. Ja, ich glaube, das war es schon. Ja, wow. Richtig crazy Labyrinth. Ungefähr so crazy, wie wenn ich Labyrinthe baue. Genau so sehen die dann aus. Ach, scheiße. Wollte da drüber springen. Reicht es nicht? Schaffe ich das nicht? Geht es nicht? Okay, geht nicht. Na gut. Wir laufen. Ist ja in Ordnung. Wir laufen es ab. So... Nein! Oh, ich ungeduldiger Misttyp. Mann. Warum bin ich so ungeduldig? So, jetzt, zack. Okay, wir machen es langsam. Eigentlich muss ich nicht mal die Kamera. Ich kann ja einfach so rüber. Das macht's. Oh, das macht's sogar echt angenehm.
Es muss doch schnell gehen, das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass man sich so dumm anstellt. Ich meine, guck mal, das ist echt nicht schwierig. Ich muss doch nur... Okay, jetzt, jawohl, sehr gut. Verschwinden die Dinger? Nein, gut. Da ist auch schon das Ziel. Sehr schön. Nächstes Biom geschafft. Halbzeit. Jawollo, wir sind bei den Glaciers. Gletschern. Bei den Gletschern. Ich weiß immer nie, wie man Glacier... Spricht man das Glacier aus? Oder Glacier? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich weiß nicht, wie man schreibt, was es heißt. So. Bester Sprung auf jeden Fall. Okay, da gehen wir einfach außen rum. Yikes. Okay, sehr schön. Verschwindet da irgendwas? Nö, dann muss ich einfach nur immer auf die Weißen drauf. Okay, cool. Also bisher ist das ein Parkour, den man auch wirklich Leuten empfehlen kann, die nicht so parkourtauglich sind. Der macht einfach nur Spaß. Und der wird auch nicht übertrieben schwierig. Also es ist jetzt kein so Kaizo-Kram. Ne? Es ist halt normales Zeug. Wie man sich einen Parkour halt vorstellt. Bisher sehr angenehm. Hatte zwar nicht vor, das ganze Video mit dem zu füllen, aber hey. Dinge passieren, schätze ich. So. Ich denke auch nicht, dass der noch Kaizo-artig wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich glaube, sonst hätte auch Epic den nicht gefeatured. So, ne, das ist ja das Ding. Die haben das ja auf die Hauptseite gepackt. Also den könnte man auch ohne den Kreativmodus betreten. Da kommt man direkt hin. Und wenn das irgendwie so ein Kaizo-Kram wäre, wo man so übertriebenmäßige Techniken braucht, dann hätte die das wahrscheinlich nicht dahin gepackt. Okay, bisschen hier so rumgeführt. Okay. Nee, aber ich hätte da schon Lust, ab und zu mal wieder ein bisschen was mit Fortnite zu machen. Ich weiß, es ist kein Spiel, was immer bei jedem gut ankommt. Das sieht man auch an den Bewertungen. Die ihr ja nicht mehr seht, aber ich sehe die Daumen nach unten. Aber das macht nichts. Ich mache es ja auch nur nebenher. Also es wird ja nie so sein, dass dann Fortnite das Hauptprojekt ist. Sondern das ist nur, wenn ich halt mal Zeit habe für nebenher. Ah, Rainbow Road ist auch so ein gutes Lied. Mensch! In dem Fall übrigens Rainbow Road von N64. Also, es gibt ja mehrere Rainbow Road Lieder, aber das ist das von der N64-Version. Das ist so gut. Okay, passt das? Ja, sehr schön. Verschwindet hier irgendwas oder ist es einfach nur wieder, hey, sind jetzt 3 Millionen Blöcke da, nutzt einfach alles. Okay. You're almost done. Jump down. Darf ich diese Eisbäume jetzt nicht berühren? Okay. Ich darf die Eisbäume nicht berühren, weil ich dann, weiß ich nicht, mit der Zunge festhänge oder so. Keine Ahnung. Nein! Okay, jetzt aber. So. Nice. Wir sind über der Hälfte. Wir haben noch Sea City und Desert. So, das ist jetzt natürlich Sea offensichtlich. Wo wir über Schwimmmatratzen dingsen. So. Und über Hölzer und im Wasser landen. Warum ist es jetzt eigentlich schlecht, im Wasser zu landen? Also Lava verstehe ich ja noch. Aber Wasser? Können wir nicht schwimmen? Aber das Checkpoint-System ist nach wie vor sehr... Och, ich bin so blöd. Ist
nach wie vor sehr nett. Oh Gott, es kommt wieder sowas. Ah, ich kann da am Rand vorbei. Oder auch nicht. Okay, wir lassen das mit dem Rand. Ist in Ordnung. Wir lassen das mit dem Rand. Also dann ein kleiner Sprung und ein großer Sprung und ein großer Sprung und ein großer Sprung. Gut. Ach, guck mal, da drüben ist schon das Ziel. Das ist ja nicht weit. Sehr gut. Ich glaube, da hat er irgendwann nämlich nicht mehr so richtig Lust gehabt. Ja, jetzt disappieren die Dinger wieder. Disappiert hier auch irgendwas? Nein? Okay, dann einfach rüber. Ja, ich sag dann am Ende, wenn wir durch sind, nochmal was dazu. Im Moment lasse ich es mal noch. Aber es, ja, ich sag am Ende was dazu. Wir warten mal ab, wie es sich entwickelt. Das war es dann nämlich auch schon. Hops. 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 Ist das jetzt wieder, wähle die richtige Brücke? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht einfach direkt darüber? Okay. Wozu? Wozu dann da nicht einfach eine Wand hinbauen, wenn man da eh noch nicht hin soll? So, like, ich darf erst hier rüber. Und vorher ist da halt eine Wand. Aber in der Richtung nicht, oder wie? Hä, hätte ich in die Richtung durchspringen können? Ah, nee, okay. Ja, gut. Bisschen komisch gebaut, aber kann man machen. So, City! Okay, die City ist komplett mit Lava überflutet. Ah, ich mag... Das ist das Schöne an Kumo. Die Musik passt einfach, egal was man macht, immer. Das ist einfach so schön, entspannte Hintergrundmusik. Okay. Nein! Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Lass mich mal ganz kurz gucken, ob wir noch aufnehmen. Nicht, dass ich hier Blödsinn gemacht habe. Okay, passt. Alles gut. Ich habe nämlich gerade, bin gerade auf eine Taste gekommen und ich war nicht sicher, ob es die Aufnahmetaste war. So. Das sieht auch cool aus. Oh, das geht auf und zu. Okay. Good to know. Und jetzt dürfen wir die Straße nicht berühren. Oh nein. Ja, aber... Ja. Na, geht zu. Nein! Ja, wie soll ich denn... Hä? Ja, hallo? Oder kann ich auf den Deckel dann drauf? Kann ich auf den Deckel drauf? Ah, okay, gut. Ja, okay. Oder kann ich auch auf den Rand? Ach so, okay, okay. Ja, gut, wenn ich auf den Rand kann, dann ist es ja egal, ob die offen oder zu sind. Oh, wir haben wieder ein Maze. Amazing. Entschuldigung.
Tötet mich das Maze? Nein, es ist zwar rote Farbe, aber nicht die todesrote Farbe. Ich hab... Ja, wow. Yay, you found the exit. Guck mal, da vorne ist schon wieder das Ziel. Ach, Menschenskinner. Hops, hops, hops. So. Nein! Ich hab's zu spät gesehen. Babadam. Jee. Jee. Ach, komm schon. Hüp. Hüp. Sehr schön. Nein, ich... Ach, komm. Zum Glück ist es nicht schwierig. Umso trauriger, dass ich so oft sterbe. Also wirklich. Warum? Okay, dann gehen wir halt einfach außen rum. Okay. Oh, don't touch the red walls. Ich habe wohl die red walls getouched. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie, aber gut, es ist wohl passiert. Oh nein. Ah, wow. Ja, also ich denke, so langsam kann ich es dann sagen. Es ist schön gebaut und es ist vom Stil her abwechslungsreich. Aber gameplay-technisch macht man eigentlich immer dasselbe. Also, ich würde es nach wie vor jedem empfehlen, der gerne Parcours spielt. Aber so nach dem sechsten Biom, es sieht halt anders aus, aber man macht eigentlich nichts anderes. So, wir sind jetzt in der Wüste, das ist das letzte Biom. Ich hatte eigentlich, eben, ich wollte mal schauen, wie es sich entwickelt, aber man sieht es auch hier, es ist praktisch immer das Gleiche. Also es macht Spaß, keine Frage. Aber es ist, okay, das ist jetzt mal ein bisschen was anderes. Hä? Komme ich da am Rand vorbei? Kann ich da einfach dran vorbeischleichen? So like... Hier am Rand so vorsichtig mäßig. Nee. Gerade wenn ich sage, es ist immer das Gleiche, macht er was anderes. Als hätte er mich gehört. Okay, wie macht man das? I'm confused. Kann ich da vielleicht doch vorsichtig am Rand vorbei? Warte, vielleicht so... Hä? Okay, wie gehe ich da vor? Ich meine, der Pfeil hier sagt schon hier, du musst da so... Okay, ja doch, doch, genau so. Ja, okay, okay. Es ist schon so wie erwartet, okay. Das ist jetzt das erste Schwierige. Ach, komm schon. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. Wie habe ich das gerade gemacht? Ich habe das gerade irgendwie gemacht, aber ich weiß nicht mehr wie. Irgendwie so rüber und dann wieder rein.
Aber dieses Rein hat jetzt nicht mehr... Ach, warte, mit der Maus, ne? Nicht mit der Taste, sondern mit der Maus wahrscheinlich. Ja, irgendwie so. Er drückt mich immer so weit weg. Wobei, ich kann den ersten... Okay, den ersten kann ich überspringen. Lul. Oh, wait, muss ich da rüber? Nee, okay, da geht das... Ach, da war ich, da komme ich ja her. Trottel. Da komme ich ja her. Oh Gott, ich... Wie... Mann, oh, okay, nice, nice, nice. Okay, okay, so geht's auch. Ja, okay, dann machen wir es so. Gut, vielleicht ist es auch so gedacht. Ich habe vergessen, dass ich mich festhalten kann. Ich habe es einfach vergessen, dass ich mich festhalten kann. So ein Käse. So. Das hätte ich schon öfter nutzen können übrigens, wenn ich immer irgendwo runtergefallen wäre. Muss dafür nur nochmal die Sprungtaste drücken, dann hält er sich nämlich fest. Kann ich hier auch nutzen, ne? Ja, wow. Das macht's ja noch einfacher. Ja, lol. So kann ich mich jetzt jedes Mal retten. Okay, hier nicht. Ich hab schon wieder was gelernt. Aber das Festhalten ist, glaube ich, auch eine Technik, die mir fürs Hauptspiel nützlich sein wird. Okay, hier ist das Festhalten. Ja. Hier hebe ich mich mit dem Festhalten dann halt in die Lava rein. Das ist nicht so gut. Ach, komm schon. Da vorne ist das Ziel. Oh nein, Kakteen! Ui! Oh, die 5-millionste Brücke, über die wir springen müssen. Na, aber das ist das, was ich meine. Es sind neue Biome und so, aber es bleibt eigentlich alles gleich. Bis auf jetzt das eine da, was da jetzt neu war. Ansonsten war bisher halt wirklich nichts neu. Aber es sieht halt schön aus, so, keine Frage. Der hat sich Mühe gegeben, hier schöne Biome zu erschaffen. Und für jemanden, für so, ich sag mal, für so Casual-Spieler, die jetzt nicht gerade die Mega-Herausforderung suchen, ist das sicherlich cool. Für mich waren so die ersten Biome waren auch noch nice. Aber jetzt wird's halt eintönig. Aber natürlich spiele ich es zu Ende, klar. Es, wie gesagt, es macht auch noch Spaß, immer noch. Aber ich hätte halt... mir gerade bei 8 Biomen, oder sind es jetzt sogar 9 gewesen, weiß ich nicht. Ich hätte mir bei so viel Biomen dann doch ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Ich meine, jetzt haben wir zum 5-millionsten Mal so ein Spring über die rote Fläche Ding. Und es ändert sich halt auch nicht. Also das bleibt halt gleich. Es ist halt eine andere Form. Ja, das habe ich befürchtet. Es ist halt eine andere Form. So, es ist jetzt kein Plus, was auf den Dingern ist. Es ist jetzt so ein Karo-Muster. Okay. Ah, der Sprung ist schwierig. Okay, jetzt. Hüp! Nice. Bitte jetzt nicht versauen. Okay, wir haben es. Sehr schön. Och, nee. Muss ich? Kann ich von hier? Yes. Nein! Oh, es war knapp. Okay, gut. Woo! Oh, und jetzt haben wir wieder so ein Plus, an dem ich vorbeilaufen kann. Chillig. Jetzt haben wir wieder sowas hier. Das verstehe ich nicht. Das ist so... Egal. Egal. Wie gesagt, Spaß macht es, aber es ist halt dann doch ein bisschen einfach und eintönig. Nein! Weil ich meine, das haben wir jetzt auch schon... Wie oft haben wir jetzt das gehabt? Springe über...
springe über den roten Streifen. Wie oft hatten wir das jetzt schon? Okay, danke schön. Guck mal, wir haben jetzt in dieser Wüste überhaupt kein Blöcke-Verschwinden-Ding gehabt. Achso, ist noch nicht vorbei. Ich dachte, es ist vorbei. Vielleicht verschwinden ja gleich noch Blöcke. Okay, es verschwinden keine Blöcke mehr. Wir gehen jetzt in den Nether, habe ich den Eindruck. Yay! We did it! Okay. Ja, also es war schon cool. Es war schon cool, keine Frage. Aber ja. You have finished. Was ist das? Oh. Ach, kann man da was einsammeln? GG? Ach, das wird so ein Leuchteffekt und dann kann man ihn wieder wegmachen. Okay. Nice. Na gut. Enter the portal to restart the game. Ja, nee. Was passiert hier? Party! Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier raus. Wie komme ich hier raus? So nicht. Wie beendet man... Ich habe das vergessen, ne? Wie beendet man... Wie beendet man jetzt so einen Modus? Ich habe das wirklich vergessen, wie man hier rauskommt. Ah, hier unten. Also, gefällt mir auf jeden Fall... Wieso kann ich das nicht liken? Ich will das liken. Ah, jetzt. Ich will... Lass das jetzt geliked, Mann. Nein, ich will es... Hallo? Lass mich doch einfach zurück zu... Jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. Gut. Na, und hier könnte ich jetzt wieder Pause drücken. Allerdings scheint es schnell zu gehen im Kreativmodus, von daher ist es jetzt auch Schwachsinn. Oh yeah, Levelaufstieg. Einfordern. 5 Battlesterne, die mir nichts bringen. Nein, ich hätte eigentlich gerne... Okay, ich wollte eigentlich in den Kreativmodus nochmal zurück. Ich habe da vorher nämlich noch mehr gesehen. Das wollte ich mir jetzt nochmal anschauen. Wir haben noch ein paar Minütchen, haben wir noch. Es gibt nämlich auch... Okay, eigentlich haben wir nicht mehr noch ein paar Minütchen. Geht ganz schnell. Ich habe da was gelesen von... Wo ist denn das? Oh Gott, wo ist das jetzt? Gemäßigte Insel. Nein, das ist es nicht. Wo war das? Hier. Nee, das ist Tactical Sprint Death One. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Das da, Jumpy Frog, wollte ich mir anschauen. Ich glaube, das ist wie Frogger. Nur halt... Kurz. Ich wollte nicht... Wo bin ich jetzt reingerannt? Ach nee, alles gut, ich bin richtig. The goal is simple, cross the street while avoiding cars and then jump on the floating objects to cross the river. Okay. Na, also das ist typisches Frogger. Das dürfte eigentlich ganz witzig sein, habe ich mir gedacht. Bin tot. Die Frage ist nur, wie... Ja, die Frage ist nur, wie gut sind die Hitboxen von den Dingern, so. Weil bei Frogger hast du ja... Bei Frogger hast du ja die... Bei Frogger hast du ja dieses so, du drückst halt nach vorne und bist halt direkt auf der nächsten Straße. Hier musst du ja wirklich die Hitbox ablaufen.
Kann ich mich jetzt zum Beispiel da hinstellen? Ja, kann ich. Okay. Ha. Okay, die Hitbox ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Kann ich drüber springen? Okay, das könnte ich sogar. Also ein beherzter Sprung notfalls wäre möglich. Jetzt schauen wir, ob wir es einmal schaffen. Ich würde schon gern einmal schaffen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Menu! Du hast nicht ausreichend Ressourcen? What? Was hätte ich denn hier kaufen? Wieso kann man denn hier irgendwas kaufen? Für was? Ist das einfach nur Deko? Okay, okay, wir kommen durch. Nice. Halfway, genau. So, jetzt muss ich auf die Dinger draufspringen. Scheiße. Aber das wird schlecht. Aber seht ihr das? Ich hab den nicht mal berührt. Ich kann es noch nicht einschätzen, wann das mich trifft und wann nicht. Oh, das wird schwierig jetzt hier. Ja. Okay. Nein! Sind wir eigentlich schneller als die Autos? Ein bisschen langsamer, okay. Mann! Gib mir eine Lücke. Danke. Oh, hier ist gerade keine gute Lücke. Hier ist gut. Ja. Keine Chance. Ach Mann. Das ist gar nicht so einfach. Wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Wir sind wieder hier. Ja, halfway. Also von wo ich da drauf springe, ist eigentlich egal. Es muss eigentlich von überall klappen. Nice. Okay, jetzt auf das Boot. Auf das Boot. Nice. Jetzt auf irgendwas, was da kommt. Da kommt nix. Da kommt nix. Auf der anderen Seite kam nix mehr. Mist. Schnell weg vor dem Blauen. Schade. Ich will einmal rüberkommen. Okay. Sieht gut aus. Scheiße. Was hat... Ich protestiere. Ja, okay, den Tod akzeptiere ich. Boah, es ist gar nicht so leicht. Nein, jetzt kommt da wieder so ein komisches Ding. Okay, wie habe ich jetzt das Rennen gemacht? Wie habe ich den Rennmodus aktiviert? Guck mal, so ist normal. Wie bin ich gerannt? Ah, hier! Zusätzlich nochmal Shift drücken. Oh, okay. Das hätte ich mal nutzen sollen. Das hätte ich mal nutzen sollen. Ja, moin! Das hätte ich mal nutzen sollen. Na gut. Nein! Wieso hast du dich nicht festgehalten?
Ist das jetzt Cheaten eigentlich? Das funktioniert nämlich ganz gut. Aber wir waren schon oft da drüben, also ich will jetzt eigentlich auch nur wieder dahin. Logischerweise, weil es da weitergeht. Nice! Okay, das geht ganz gut. So. Okay, auf den hüpfen wir drauf. Und dann hüpfen wir auf das Boot. Willst du mich foppen? Das wär's gewesen. Okay. Aber mit dem Rennen ist es ganz gut, die Straße zu überqueren. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal auch ohne Tricksen geschafft. Was heißt Tricksen? Es ist eine Mechanik, die ja da ist. Ich weiß, ob man die ausstellen kann, wenn man nicht möchte, dass die genutzt wird. Aber hey. Vor allem das Drüberspringen macht es halt noch damit. Also das Drüberspringen funktioniert damit noch besser. Ich denke jetzt nicht, dass das so gedacht ist, aber wurscht. Was immer funktioniert. Schade. Was immer funktioniert. Oh Junge! Nice. So, komm her. Ne! Mann, mal klappt's und mal nicht. Oh, schlechter Anfang. Ju! Okay, das war klar, dass das nicht gut geht. Na, aber das wäre jetzt auch so ein Moment, wo man sagen könnte, okay, ich pausiere. Ah, das machen wir jetzt. Ich pausiere jetzt und wir sehen uns immer nur wieder, wenn ich da drüben bin. Mal gucken, wie oft ich dran denke. So, wir sind drüben. Es hat länger gedauert, als es sollte, aber hey. So. Okay. Warum? Mist. Okay, wir pausieren wieder. Okay, da hätte ich jetzt auch nicht pausieren müssen. Wir sind direkt wieder drüben gelandet. Das war tatsächlich jetzt eine Sache von 10 Sekunden. Aber ich lasse die Baumstämme, die sind mir zu riskant. Ja, die Kiste nehme ich. Da komme ich immer drauf. Okay, das Boot nehme ich auch. Okay, und jetzt das andere Boot. Jetzt haben wir's. Yes. Nice. Okay. Gut. Ja, Punkte 1, jetzt könnte man das immer weitermachen, ne? Wahrscheinlich. Und dann hier jetzt wahrscheinlich auch... Ne, kann man nicht. Ach, hier kann man jetzt dann für Münzen kann man dann hier Sachen kaufen. Okay. Ja gut, alles klar. Wir haben es einmal geschafft, das reicht. Gefällt mir, ab dafür. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ding ist jetzt weniger als 2 GB groß oder so. Wir werden sehen. Wobei, weniger als 3 wäre schon ausreichend. Wir freuen uns über den Feedback. Battle Royale hier. 10 von 10. Ab dafür. So. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.